So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Der Procast ist mal wieder ein bisschen langsam gewesen, aber deswegen war jetzt erstmal Stille wieder angesagt. So, heute kommt im DAX Abwärtsdynamik auf. Dadurch erreicht der DAX im Future und auch im auf Xetra-Basis jetzt meine präferierte Korrekturzone, die vor ja, die am 22.04. bzw. am 25. am 22. an dem Wochenende veröffentlicht worden wurde. So, hier trifft er jetzt hier auf Xetra exakt in dem Moment auf die Unterkante des Rainbows. Knapp darunter, eben bei 9.920, befindet sich noch eine horizontale Unterstützung und von dort aus sollte der Index jetzt nach oben gehen. Im Moment sieht es natürlich nicht so aus. Da würde ich auch, weil man ja in anderen Werten vielleicht long ist, auf ein Umkehrsignal in den unteren Zeitebenen schauen. Wenn sich zum Beispiel hier im 15-Minuten-Chart sich eine eindeutige Umkehrkerze formiert, kann man sich man könnte sich dann long positionieren mit einem engeren Stopp, beziehungsweise ja den Stopp auf ja, rund 9.900 Punkten legen. Wäre eine Idee. Eine andere Idee wäre zum Beispiel eben auch eine schöne Siemens zu kaufen. Gestern sah es ja nicht nach dem Gap Close aus noch. Und aktuell EMA 200 und ein Gap Close liegt hier in der Luft. Die Siemens der Xetra Chart ist ja 15 Minuten verzögert. Da könnte hier schon der Kurs auch schon 30 Cent tiefer stehen. Ich schaue gerade kurz im anderen System nach, ob Siemens, ne, 90 Tiefkurs war da knapp unter der 90 Euro Marke und der Gap Close war eben bei oder wäre bei 80, aber 10 Cent oder 15 Cent hin oder her spielt, ich denke mal, da keine Rolle. Das Setup ist jetzt hier erstmal aktiv. Allianz ist ja gestern mit guten Zahlen davongezogen, kommt natürlich heute auch zurück. Vonovia, ja, liegt hier mitten in der Kerze von gestern drinnen. RWE kommt hier auch nur minimal nochmal zurück auf die Abwärtstrendlinie, die gebrochene, und auf den EMA 10. Bayer natürlich, hier ist es, ja, hier kann es heute schon bitter werden, wenn es auch auf Schlusskursbasis, auf Tagesschlusskursbasis die 100-Euro-Marke bzw. die 99,50 durchbrochen wird, dann ist hier das Setup erstmal passé. Telekom liegt hier leicht unten, ist aber in meinen Augen, würde nichts groß oder dramatisch passieren, wenn der Schlusskurs jetzt drüber liegt, aber davon sind wir noch weit entfernt. Deutsche Post, ja, kommt ein bisschen ins Rutschen. Hier wäre eben auch ein Rücklauf knapp unter die 25 Euro Marke gewünscht noch. Und die Börse, Deutsche Börse AG, vorher sah es hier ja schon nach dem Doji aus, aber der Tag, wie gesagt, ist noch lang. Kommt definitiv ein Stück Kaufinteresse auf. Aber natürlich sollte hier, wenn ich jetzt auch nochmal den DAX Future Chart aufrufe, da waren hier unten am EMA 200 eine Kaufzone, die, wie man sieht, hier direkt hier unten eventuell eine Punktlandung, also definitiv ja sogar exakt diese Marke angelaufen und eben mal abwarten. Also die Alternative wäre, direkt jetzt in Siemens noch reinzugehen oder eben dann doch mit einem engen Stopp in den DAX reinzugehen, da wir hier eben auch die Unterkante genau erreicht haben. Also bislang sieht es noch natürlich gut aus.
alles noch so gewünscht. Und ja, natürlich darf man eine Absicherung nicht vergessen. Man sollte sich jetzt hier wirklich ja, eine schöne Umkehr-Tageskerze eben herausbilden. Wie gesagt, viele Werte haben wichtige Marken erreicht im DAX. Leider die Bayer eben leicht runter schon, aber eben hier passt das Chartbild definitiv noch. Bei den US-Indizes gab es ja hier das Reversal. Allerdings liegen natürlich jetzt die US-Futures auch deutlich im Minus. Gold kann ja von der bisschen Unsicherheit wieder profitieren. Da gab es kein Tief unter die gestrige Tageskerze. Da sieht man auch, obwohl es so eindeutig war, der Shooting Star ist hier kein Kurs unter dem Vortageskerze zustande gekommen und dann kann es auch wieder nach oben gehen. Und wie gesagt, jedes Signal ist eh keine hundertprozentige Trefferquote, aber hier kann man schon sagen, dass so eine Shootingkerze braucht noch eine Bestätigungskerze hinzu, entweder mit einem Tief oder natürlich jetzt noch eine schwarze Kerze hinterher. Silber liegt hier innerhalb von dem Kerzenkörper noch von gestern. Das war's, danke fürs Zuhören und bis später.